Herzlich willkommen. Ich habe gehört, wir sagen uns heute selber an. Und darum fange ich mal an. Wir sind das Bits und Bäume-Team, das ist Carsten und ich bin Marc. Und wir wollen euch heute erzählen, was es sich damit auf sich hat mit Bits und Bäumen. Genau. Der Vortrag steht unter der Überschrift: Eine nachhaltige Digitalisierung wäre, nein, ist möglich. Und worum es in dem Vortrag geht, wird gleich in den ersten Folien klar. Wahrscheinlich haben es die meisten mitbekommen. Gestern waren sehr große Demonstrationen an sehr vielen verschiedenen Standorten weltweit in Deutschland. Es war wahrscheinlich der größte Klimaaktionstag und das Ganze wird durch dieses Plakat sehr schön zusammengefasst. Es gibt keine zweite Chance für die menschliche Spezies auf diesem Planeten. Und die Bits und Bäume-Bewegung, die befasst sich also mit den Überschneidungen zwischen den Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Aha, es gibt noch keine Folien. Auf dem Monitor gibt es welche. Jetzt. Das war die Folie, von der ich gesprochen habe. Und die nächste Folie enthält also eine Präzisierung, wo eigentlich die Probleme liegen. Zum einen ist unübersehbar, dass eine Destabilisierung des Klimasystems droht, wenn sich nicht grundlegend etwas an der Art und Weise verändert, wie die Menschheit ihren Alltag gestaltet und wirtschaftet. Das nächste große Thema, was damit zusammenhängt, aber eigentlich nochmal in eine andere Richtung auch geht, ist das Thema Artensterben. Da gab es auch gestern die Nachricht, dass ca. 30% der Vogelpopulation in Nordamerika gerade verschwunden ist in den letzten 30 Jahren. Das Thema Verschmutzung, Plastik in den Ozeanen und so weiter ist allgegenwärtig. Man könnte diese Liste leider noch sehr lange fortführen. Die andere Dimension sind gesellschaftliche Probleme, sowas wie Ressourcenverknappung. Also die fossilen Energieträger sind wahrscheinlich das bekannteste, aber vermutlich noch dramatischer als Phosphor. Das Erstarken von autokratischen Systemen, was mit Überwachung und Repression einhergeht, Menschenrechtsverletzungen, kurzum, die Erosion zivilisatorischer Errungenschaften droht oder hat bereits begonnen. Und die Digitalisierung, was hat die damit zu tun? Es gibt kluge Menschen, die sagen, die Digitalisierung wirkt bei diesen ganzen ohnehin schon vorhandenen Problemen einfach als Brandbeschleuniger. Hier ist jetzt ein Screenshot von Netzpolitik. Dort ist eine Studie besprochen worden, die vom BGU, vom Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltfragen der Bundesregierung, also ein ziemlich hoch angebundenes Gremium, herausgegeben wurde. Und dort wird genau diese Sichtweise mit guten Argumenten untermauert. Jetzt gibt es in beiden Bereichen aber zivilgesellschaftliche Szenen, die sich dieser Thematik annehmen. Also die Umweltbewegung gibt es mindestens seit den ersten Protesten gegen die Atomkraft und die Bewegung für digitale Bürgerrechte, also ich habe es jetzt hier mal mit, oder wir haben es mit dem Schlagwort Tech-Szene zusammengefasst, die gibt es seit, würde ich sagen, seit den frühen 80ern, vielleicht seit der Gründungsphase des CCC, damit kann man das, glaube ich, gut anfangen. Und beide zivilgesellschaftlichen Szenen haben ähnliche Herausforderungen. Sie müssen komplexe Problemlagen, die für Laien schwer verständlich sind, der Gesellschaft vermitteln und sie müssen irgendwie erreichen, dass ein mediales Desinteresse überwunden wird, also dass Aufmerksamkeit erregt wird, damit sich die Gesellschaft mit diesen Problemen auseinandersetzt und letzten Endes auf eine Lösung hinarbeiten kann. Außerdem laufen die Konfliktlinien ganz häufig entlang von Gewinninteressen. Also wenn man im Bereich Nachhaltigkeit was verbessern will, zum Beispiel auf regulatorischer Ebene, dann kämpft man gegen die Geschäftsmodelle von einigen der größten Konzerne der Welt und im Digitalisierungsbereich ist das nicht anders. Zwei plakative Beispiele sind Exxon und Facebook. Aber auch diese Liste könnte man leider noch sehr lang fortsetzen. Außerdem gibt es Zielkonflikte mit der menschlichen Bequemlichkeit. Typisches Beispiel ist, dass es eben mehr Aufwand macht, eine Mail nochmal zu verschlüsseln oder dass es ein bisschen weniger flexibel ist, wenn man mit der Bahn fährt, statt mit dem eigenen PKW.
Was kann man jetzt aus dieser Erkenntnis ableiten, dass die beiden zivilgesellschaftlichen Szenen sehr gut von einem Erfahrungsaustausch profitieren würden und auch eine Kooperation naheliegt? Die Umweltbewegung hat Erfahrungen in Kampagnen. Sie ist mittlerweile einigermaßen gut vernetzt. Es gibt auch Erfolgsgeschichten, nicht zuletzt der etwas, sagen wir mal, nicht gerade geradlinige, aber doch am Ende vollzogene Atomausstieg in der Bundesrepublik. Das Montreal-Protokoll, was das Thema Ozonloch einigermaßen in den Griff gekriegt hat. Und in der Umweltbewegung gibt es ziemlich gut oder ziemlich weit verbreitet Soft Skills, was Kommunikation und Gruppendynamik angeht. Die Tech-Szene hat auch Kampagnenerfahrungen, aber mehr auf die digitale Sphäre bezogen. Sie kennt sich sehr gut mit sicherer Kommunikation aus, was insbesondere dann wichtig wird, wenn man, ich sag mal, gegen klare Widerstände operiert. Und es gibt eine herausragende Medienkompetenz, wie es zum Beispiel hier durch das Video Operations Center des C3 wieder gezeigt wird. Was ein wichtiger erster Schritt ist, dass sich beide Szenen erstmal gegenseitig ernst nehmen und Aufmerksamkeit für die jeweilige Sichtweise und Problemwahrnehmung der anderen Seite haben. Also dass zum Beispiel die Tech-Szene sich für die Themen Ernährung und Energie und Ressourcen öffnet und dort sensibler wird und dass die Umweltszene irgendwie nicht mehr alles über Facebook und Google organisiert oder am besten Fridays for Future ist komplett aus WhatsApp-Gruppen ursprünglich mal entstanden. Da greift man sich ein bisschen resigniert an die Stirn, aber wichtig ist also, dass man sich gegenseitig ernst nimmt und dass sich die Echokammern gegebenenfalls auch mergen lassen sollten. Damit kommen wir jetzt zu der Frage, wie können Lösungsansätze aussehen, was Marc näher ausführen wird. Genau. Die Frage mit den Lösungsansätzen haben sich vor uns auch schon eine ganze andere Menge Leute gestellt. Unter anderem haben sich ganz viele Leute letztes Jahr im November in Berlin zur Bits und Bäume-Konferenz getroffen und die Veranstaltung, von denen sicher einige von euch gehört haben, war wesentlich erfolgreicher, als das irgendwie geplant war. Da waren über 2000 Leute da und ganz viele Vorträge und sehr viel Presseecho. Es waren namhafte Organisationen, seht ihr auf der Folie, die da im Trägerkreis mit vertreten waren. Und im Rahmen dieser Konferenz wurden 11 Forderungen formuliert und erarbeitet und diese Forderungen möchte ich jetzt mal im Einzelnen vorstellen. Die erste Forderung bezieht sich auf sozial-ökologische Ziele der Digitalisierung und da fragt sich, was denn mit der Digitalisierung es eigentlich so auf sich hat. Zunächst erstmal soll die Digitalisierung dem Gemeinwohl dienen. Sie soll auf Sozial-, Umwelt-, Entwicklungs- und Friedenspolitik ausgerichtet sein und nicht so sehr auf Wachstum. Und sie soll sich auf Nachhaltigkeit in der Energie-, Verkehrs-, Agrar- und Ressourcenwende gestalten und daraufhin ausgerichtet werden. Sie soll weiterhin Menschenrechte und Klimaschutzziele gewährleisten. Sie soll Hunger und Armut beenden und im Endeffekt soll sie sinnvolle, menschenwürdige Arbeit, soziale Gerechtigkeit und suffiziente Lebensziele ermöglichen. Kommen wir zum Punkt 2, Demokratie. Von einer gerechten Gesellschaft ist ja die Basis die Demokratie einer gerechten Gesellschaft und deswegen muss die Digitalisierung an sich demokratischer werden. Das heißt, sie muss demokratische Prozesse unterstützen, statt ihnen entgegenzuwirken. Sie muss ausgerichtet sein auf Förderung von emanzipatorischen Potenzialen, dezentrale Teilhabe, offener Innovation und zivilgesellschaftlichen Engagement. Punkt 3, der Datenschutz. Datenschutz,
Manipulationsfreiheit und informationelle Selbstbestimmung sind quasi die Grundlage von freien, demokratischen, friedlichen und langfristig souveränen Gesellschaften. Und das soll sie auch bleiben, und deswegen muss die Digitalisierung das Ganze unterstützen. Und zwar national und global. Punkt 4, Kontrolle von Monopolen. Die Kontrolle digitaler Monopole ist wichtig für selbstbestimmte digitale Wirtschaft, damit sich sowohl im globalen Norden als auch im globalen Süden eine eigene selbstbestimmte digitale Wirtschaft entwickeln kann. Bestehende Monopole von kommerziellen Plattformen müssen gebrochen werden. Und zwar zum Beispiel durch definierte Schnittstellen von Social-Media-Diensten. Fünfter Punkt, Bildung. Informationen und Bildungsangebote zur Technik und ihren Wirkungsweisen müssen elementarer Bestandteil des öffentlichen Wissens werden, beziehungsweise muss die politische Regulierung erkennen, dass das essentiell ist, diese zu elementaren Bestandteilen des öffentlichen Wissens zu machen. Weiterhin ist ein kritischer und emanzipatorischer Umgang mit digitaler Technik notwendig, zum Beispiel ein kompetenter Umgang mit Falschinformationen und Hassrede im Internet, generell in Online-Medien. Genau. Punkt 6, Entwicklungspolitik. Die Länder des globalen Südens müssen die Möglichkeit haben, eine eigene, auf die lokalen, nationalen Bedürfnisse ausgerichtete Digitalisierung zu entwickeln. Dazu müssen alle Gesellschaften den gleichen Anteil an Nutzen und Kosten der Digitalisierung haben. Die Kehrseiten der Digitalisierung dürfen nicht auf den globalen Süden abgewälzt werden, wie zum Beispiel menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, Umweltverschmutzung, Gesundheitsschäden und Elektroschrott. Punkt 7, Handelspolitik. Es darf keine Verbote oder Einschränkungen in Handelsabkommen geben für Besteuerung, Offenlegung von Quellcodes und Orte der Datenverarbeitung. Noch mehr Handelspolitik. Die Technologiebranche muss verpflichtet werden, die Prinzipien menschenrechtlicher und ökologischer Sorgfaltspflichten in den Abbau- und Produktionsländern konsequent anzuwenden, vor allen Dingen in Fragen der Ressourcenschonung und der Nachhaltigkeit. Punkt 9, IT-Sicherheit. Wir brauchen eine Haftung für Softwarehersteller, für ihre Produkte. Zum Beispiel die Verantwortung für entstehende Risiken durch Sicherheitslücken. Die Qualität der Software muss wichtiger sein als der Profit, denn die IT-Sicherheit ist die Grundlage einer nachhaltigen digitalen Gesellschaft. Punkt 10, Langlebigkeit von Software. Software muss selbstbestimmt nutzbar sein. Sie muss reparierbar sein und sie muss langfristig instand gehalten werden können. Zum Beispiel, wie es bei Open Source Software der Fall ist. Darum müssen die Hersteller die Sicherheitsupdates für die gesamte Lebensdauer von ihren Geräten und Produkten, die sie verkaufen, sicherstellen können und nach dem Ende des Supports den Quellcode offenlegen, damit man hinterher eben privat da möglicherweise selber Hand anlegen kann. Letzter Punkt, Langlebigkeit von Hardware. Wir brauchen Reparier- und Recycelbarkeit von Hardware. Es darf keine geplante Obsoleszenz geben. Dafür müssen die Garantiefristen ausgeweitet werden für Ersatzteile, Reparaturwerkzeug und das Know-how, das Ganze zu bedienen. Und es muss langfristig verfügbar sein, sodass man eben auch in späterer Zeit noch auf alte Geräte zugreifen kann, sie reparieren kann und weiterhin benutzen kann. Wir brauchen weiterhin stärkere finanzielle Förderung offener Werkstätten und Repair-Cafés und weiterhin Finanzierung von gemeinwohlorientierter Forschung und Entwicklung. Öffentliche Förderung
darf nur für Open Source Hardware zur Verfügung stehen. Das waren die 11 Forderungen, die bei der Konferenz Bits und Bäume letztes Jahr im November entstanden sind. Und was machen wir jetzt damit? Dazu wird euch Carsten jetzt noch ein bisschen was erzählen. Genau. Also ich denke, wenn man sich die Forderungen zu Gemüte führt, dann merkt man, eigentlich hören die sich an wie Selbstverständlichkeiten. Also wenn man sagen würde, wie wollen wir die Digitalisierung haben? Ja, das klingt gut. Und wenn man sie aber mit der Realität abgleicht, dann merkt man erstmal, in welche fatale Richtung die Entwicklung tatsächlich läuft. Diese 11 Forderungen, die sind also eine gute und wichtige Zusammenstellung, um transparent zu machen, wo es überall Baustellen gibt, wo die Probleme liegen. Aber sie sind adressiert an Politik und Wirtschaft und, wie wir gehört haben, relativ abstrakt. Wir fordern von Unternehmen, wir fordern vom Gesetzgeber und so weiter. Da kann man eine wichtige Sache machen und ich hoffe, dass das die meisten schon getan haben oder zumindest bald nachholen werden, diese 11 Forderungen im Internet mit der eigenen Stimme unterstützen. Also man kann die offiziell unterzeichnen. Was damit aber noch nicht ausgeschöpft ist, ist das Potenzial des eigenen Handelns. Es stellt sich jetzt die Frage, wie kann man diese Forderungen auf die individuelle Handlungsebene runterbrechen? Und mit der Frage haben sich ein paar Leute, die auf der Bits und Bäume Konferenz waren, auseinandergesetzt und wir haben gesagt, na erstmal wäre es schön, wenn wir das so aus der Berliner Blase runterholen auf die lokale Ebene und damit auch mehr auf die individuelle Ebene. Und wir haben im Frühjahr und Frühsommer 2 Veranstaltungen organisiert bisher, die ich jetzt ganz kurz zusammenfassen will. Das eine war eine Abendveranstaltung Bits und Bäume Dresden im Mai. Dort gab es einen Einführungsvortrag von Professor Gumholdt, der also in Personalunion Informatikprofessor und Vorsitzender der Rektoratskommission Umwelt an der TU ist. Und danach gab es Diskussionen an verschiedenen Thementischen, also zum Beispiel einen Thementisch zu Bildung und Demokratie, einer zu Datenschutz und Kontrolle von Monopolen, dann zu entwicklungs- und handelspolitischen Aspekten, zur Langlebigkeit von Software und Hardware, zur sozial-ökologischen Gestaltung der Digitalisierung und natürlich auch zur IT-Sicherheit. Das sind also jetzt im Wesentlichen nochmal die großen Richtungen, die großen Dimensionen der Forderungen gewesen. Und dort haben wir mit über 100 Leuten diskutiert und einzelne Ideen gesammelt. Das kann man sich alles auf der Fotodokumentation im Internet anschauen. Das ist, denke ich, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Der zweite Punkt war eine Veranstaltung, wo wir die Output-Messe so ein bisschen gehijackt haben. Wer von euch kennt die Output hier in Dresden? Das ist ungefähr die knappe Hälfte. Also das ist so eine Art Messe der Fakultät Informatik, wo sich einzelne Projekte vorstellen können, die aber auch dafür genutzt wird, irgendwie die Drittmittelgeber und die Sponsoren und die lokale IT-Firmen mal zusammenzubringen, dass die nach neuen Talenten scouten können. Und wir haben es geschafft, dort im Programm einen Hauptvortrag zu verankern, nachhaltiger Output statt gehyptem Nonsens, was durchaus auch so eine Einordnung aus unserer Sicht auf andere Vorträge in dem Bereich sein soll. Und dort haben wir Juliane Krüger eingeladen, die amtierende Geschäftsführerin der Open Knowledge Foundation, und sie hat einen sehr schönen Vortrag zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung gehalten. Und nachdem sie die Problemlage noch mal viel intensiver, als wir das jetzt am Anfang gemacht haben, aufgerissen hat, hat sie sich dann an der Frage orientiert, wo liegen die Verantwortlichkeiten von InformatikerInnen, die wissen, was sie tun. Also wie sollten sich jetzt Menschen, die mit IT zu tun haben, orientieren in ihrem täglichen Handeln? Und sie hat dann eine ganz lange Liste von individuellen Maßnahmen vorgestellt und die kann man so untergliedern in 2 Ebenen. Das eine ist so die Bewusstseinsebene, was auch mit der, sagen wir mal, mit der beruflichen Tätigkeit zu tun hat. Also zum Beispiel, dass man tendenziell Programmiersprachen verwendet, die Sicherheit anders priorisieren, die mehr Sicherheitschecks einbauen. Dass man Webseiten baut, die nicht automatisch Daten an große
Datenhandelskonzerne weiterleiten, dass man das Thema Ressourcen mitdenkt, wie lange hält die Hardware, die ich in einem neuen Produkt verbaue, wie lange kann ich die Software unterstützen, dass man die Lieferkette untersucht, dass man achtsam mit den Informationen von Kollegen und Freunden umgeht, also dass man nicht zum Beispiel Fotos ungefragt irgendwo hochlädt. Das ist also die Bewusstseinsebene, und dann hat sie gleichzeitig noch eine sehr konkrete Handlungsebene aufgemacht, zum Beispiel, dass man im Freundeskreis sagen soll, man kommt von Dropbox weg, wenn man einfach eine Nextcloud aufsetzt, und dass man Menschen dabei hilft, Alternativen zu problematischen Diensten zu finden. Dass man auf Demos geht, wie zum Beispiel gestern, war eine sehr gute Gelegenheit, oder dass man die bestehenden Informationsfreiheitsgesetze nutzt und der Verantwortung als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger gerecht wird und auch das Regierungshandeln kritisch begleitet. Und diese individuelle Handlungsebene, die ist aus unserer Sicht jetzt eine sehr fruchtbare Ebene, die noch lange nicht ausgeschöpft ist, und deswegen haben wir jetzt so eine etwas, sagen wir mal, weitreichende Idee, nämlich diese individuellen Handlungsmöglichkeiten noch viel stärker, als es bisher schon der Fall ist, zu präzisieren und Vorschläge darüber oder dafür zu unterbreiten, was man eigentlich machen kann. Damit das Ganze so ein bisschen griffig wird, hat das den Arbeitstitel Katalog von Empfehlungen für konkretes individuelles Handeln, kurz KKI. Und diese konkreten individuellen Handlungen, die sind einerseits wichtig aus einer Perspektive der Psychohygiene, also dass man das Gefühl von Selbstwirksamkeit hat und dadurch die Emotion der Resignation, die aufkommen kann, wenn man mal die Welt sozusagen ein bisschen nüchtern betrachtet und zum Beispiel mit den Wunschvorstellungen, die in den 11 Forderungen formuliert sind, vergleicht, dass man dagegen etwas tun kann, weil man sieht, was ich selber erreichen kann. Außerdem kann man durch konkretes individuelles Handeln Erfahrungen generieren, und dabei entstehen dann Lösungen, die vielleicht besser sind als das, was es bisher schon gibt. Und letztlich hat natürlich das Handeln von Individuen in der Breite über alle Individuen integriert dann enormen Einfluss auf die Gesellschaft. Und es könnte also eine mögliche Aktivität der Bits- und Bäume-Bewegung sein, einen solchen Katalog zu erarbeiten und zu kuratieren, also den damit einhergehenden Diskussionsprozess zu begleiten. Was gibt es schon? Es gibt einerseits diese Liste von Juliane, die jetzt hier verlinkt ist, und andererseits eine Liste, die jetzt nach dem TUVAT Kongress, also nach dem 34C3 entstanden ist, die noch konkretere, also die noch ein kleines Schritt konkreter ist, zum Beispiel so Vorschläge enthält wie überzeuge 10 Personen, die Initiative Public Money, Public Code zu unterschreiben, oder erreiche, dass es beim nächsten Familienessen kein Fleisch gibt und bereite dich vorher auf die unvermeidlichen Diskussionen vor, warum und so weiter. Da ist klar, dass wenn man so konkrete Vorschläge macht, dass kontroverse Diskussionen unausweichlich sind. Noch dazu in einer Community, die so diskussionsfreudig ist wie die hier Anwesende. Ich kann mich erinnern an eine Diskussion auf der Mailingliste des C3D2, wo es darum ging, die Plenumszeit festzulegen, und das startete mit einem Vorschlag, dass ich glaube, es war 19 Uhr anzufangen, und 20 Mails später hat derjenige, der die Diskussion gestartet hat, gesagt, das ist ja echt wie im Kindergarten hier, wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann habe ich keinen Bock mehr und dann könnt ihr es wieder selber organisieren. Das zeigt, dass solche Diskussionen durchaus Gefahr laufen, anstrengend zu sein und demotivierend zu sein. Das hat sich dann zum Glück alles wieder erledigt, nachdem mal ein reinigendes Gewitter über die Mailingliste gelaufen ist. Aber man kann also mit solchen Diskussionen durchaus auch ein bisschen gegen den Baum fahren. Und trotzdem sind sie wichtig und lehrreich, weil an einer sachlichen Auseinandersetzung führt kein Weg vorbei. Deswegen gibt es jetzt die These, dass
eine geeignete Diskussionsstruktur die Sachebene stärken kann und vielleicht so typisch menschliche Eigenschaften, wie dann irgendwann auf die persönliche Ebene zu gehen oder das auf einmal das Thema zu wechseln, verhindern kann. Und da haben wir jetzt das Privileg, in einer Community zu sein, die neuen technischen Lösungen gegenüber prinzipiell erstmal aufgeschlossen ist. Und deswegen gäbe es die Möglichkeit, ein Tool zu benutzen, was genau in diese Richtung geht. Das ist allerdings, ich sag mal, mit viel guten Willen könnte man es als Early-Beta-Version bezeichnen. Busfaktor ist von 1, der Hauptentwickler ist eigentlich kein Webentwickler. Es ist auch eher so als Proof of Concept gedacht. Der Hauptentwickler steht gerade hier auf der Bühne und spricht. Deswegen konnte ich es mir nicht verkneifen, das einfach mal in den Ring zu werfen. Ansonsten könnte man sagen, so eine Diskussion kann auch, wenn die Leute einigermaßen wohlgesonnen sind, auf einer Mailingliste stattfinden. Also ich will an der Stelle die Tool-Diskussion auch schon wieder zu Ende bringen. Wir haben jetzt einfach mal eine Mailingliste vorbereitet, wo man sich an sowas beteiligen könnte oder halt diese spezielle Plattform. Punkt. Viel wichtiger als die Art und Weise, wie diskutiert wird, weil da bin ich zuversichtlich, dass man das am Ende doch ganz gut hinkriegt, ist, was das Ziel einer solchen Diskussion über konkretes individuelles Handeln ist, nämlich aus dieser Subjektivitätsfalle herauszukommen. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwie so Ideen, was man machen könnte und warum macht man nicht und so weiter, aber die eigenen Ideen erweisen sich doch manchmal aus einer anderen Perspektive als vielleicht nicht so klug. Deswegen müsste man dort die Schwarmintelligenz nutzen und das Ziel könnte sein, ein Ergebnis zu produzieren, was veröffentlichungsfähig ist und damit durch diese Veröffentlichung auch ein gewisses Medienecho erreicht und damit letzten Endes wieder auch Aufmerksamkeit auf die Erforderungen, auf die Wahrnehmung der Probleme insgesamt liefert. Ein mittelfristiges Ziel könnte sein, also Ergebnisse jetzt zu erarbeiten und die dann auf dem 36C3, der in ungefähr 3 Monaten stattfindet, vorzustellen. Langfristig könnte man noch denken in die Richtung Peer Review oder Gamification. Das übergeordnete Ziel ist es also, Menschen zu motivieren, eher Teil der Lösung, anstatt Teil des Problems zu sein. Damit sind wir jetzt mit dem Frontalunterricht auch schon zu Ende. Wir haben hier nochmal wichtige Literatur und Referenzen zusammengefasst. Es gibt also 2 Bücher, die kann man runterladen, aber man kann sie auch kaufen. Das eine ist eine Zusammenfassung der Konferenz, was Bits und Bäume verbindet, und das andere ist von Tilman Santarius, einem der Ideengeber oder derjenige, der zusammen mit anderen die Idee für die Bits und Bäume angeschoben hat, der übrigens nächste Woche auch in Dresden ist. Das ist Tilman Santarius und der hat ein Buch geschrieben, Smarte grüne Welt. Und dann gibt es auch einen eigenen Track auf netzpolitik.org zu Bits und Bäume und auch andere Medien, die das Thema begleiten. Auf media.ccc kann man sich sehr viele interessante Vorträge von der Konferenz noch anschauen. Noch eine abschließende Folie zur Bits und Bäume Bewegung. Nach der Konferenz war nicht so richtig klar, wie geht es jetzt mit dem Logo und mit der Marke weiter, bis sich dann rauskristallisiert hat, dass es erstmal keine Anschlusskonferenz gibt, aber stattdessen eine Bewegung, die sozusagen Seitentriebe gibt. Und wir sind ein bisschen stolz, dass Dresden mit einer der ersten dieser Seitentriebe war und ist. Und deswegen haben wir auch eine Subdomain von Bits und Bäume bekommen. Und auf der hier angegebenen HTML-Seite finden sich dann auch demnächst diese Folien und noch weiteres Material dazu. Das nächste Treffen von unserer Gruppe findet am kommenden Donnerstag statt im Club Hängematte. Voraussichtlich 18 Uhr oder so. Ja. Und es gibt einen Matrix-Chat und weitere Kommunikationskanäle. Damit jetzt wirklich genug der Frontalunterrichtssession und jetzt hoffen wir, dass ein paar Fragen und Anregungen aus dem Publikum kommen. Vielen Dank. Ich glaube, das ist jetzt so gedacht, dass man, Marc, es gibt ein Standmikro.
Also, dass man zum Standmikrofon kommen kann, damit es auch auf dem Audio-Stream hörbar ist. Ja, toll, vielen Dank. Ich habe das Projekt, ich bin Julia, netzpolitik.org. Ich habe das Projekt am Anfang begleitet und freue mich, dass das so groß wird. Mir sind so ein paar Punkte gerade gekommen, wo ich denke, wo ihr nochmal nachgucken müsstet, was, ob die Forderungen hinhauen, einfach aus der Praxis gesprochen. Mhm. Es sind viele, es sind fünf, ich mache sie kurz, so kurz es geht. Die Schnittstellenproblematik bei Social Media Sachen und so, die war ja irgendwie auch letztes Jahr auf der Agenda, vom Justizministerium. Und die haben tatsächlich auch angefragt beim Club, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und sofern ich den Club und Frank Rieger verstehe, ist man sich da tatsächlich noch uneins, ob das nicht dazu führt, dass noch viel mehr Überwachung ist oder nicht und wie man das ordentlich machen würde. Und ob das nicht so mehr so eine Sache ist, dass Politikerinnen und Politiker einfach alles auf einem Kanal haben wollen, als mehrere Dienste benutzen. Also muss man gleich mal gucken, ob das die Forderung haltbar ist. Also die ist schwer ordentlich umzusetzen. Und wenn, bräuchte man dazu wirklich mal ein gutes Datenmanagement, wo sozusagen große Mengen an Daten cool mit Zugriff von vielen Menschen und so geregelt werden. Es ist im Moment offen. Die Haftbarkeit ist total schwierig. Es ist cool, wenn IT-Geräte sicherer werden und Infrastrukturen und Hersteller haftbar sind. Das Problem ist, was macht man mit der Open-Source-Community eigentlich? Weil da ist ja eigentlich keiner zuständig auf Dauer. Da müsste eigentlich die Open-Source-Gemeinschaft eigentlich mit alternativen Modellen hochkommen. Also wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen es bewertet hat oder cool findet oder so, dass das cool ist oder irgendwie so. Also es ist eine schwierige Forderung, die auch vom Justizministerium so ein bisschen einfach reingebracht wurde. Beim Thema Quellcode müsste man, glaube ich, gerade die internationalen Handelsverträge mit im Blick haben. Weil es gibt so verschiedene Handelsverträge, wo jetzt drin steht, dass der Quellcode nicht offengelegt werden muss, was ziemlich kacke ist. Bei Monopolen aufbrechen und Content und so. Ich weiß nicht, ob man Monopole, wenn die aufgebrochen kriegt, aber ich glaube, es wäre cool, wenn Facebook, wenn man das hinkriegen würde, dass so gute Argumente oder Speaker höher gerankt werden, also wenn man sonst Design rankäme. Genau, Ethik der Programmierer. Es gibt einen total coolen Aufsatz von, schreck lass nach, kann ich nachreichen, die Systeme sind super komplex, schon seit 40 Jahren oder so, Passig, wie heißt ihr den Vornamen? Frau Passig? Katrin. Hä? Katrin. Katrin Passig hat einen sehr coolen Aufsatz geschrieben mal, wann eigentlich die Systeme zu komplex waren, als dass sie einzelne Programmierer noch kontrollieren konnten und dass es auch blöd ist, weil dann ist so ein System gebaut und dann wechselt jemand einen Job und dann wird es nicht mehr nachvollzogen und naja und so weiter und so fort. Ich glaube, man muss sozusagen, wenn man über Ethik vom Programmieren redet, weit über den einzelnen Programmierer hinausschauen, in die Systeme hinein und auch möglicherweise vor allem in die Rankings und Optimierung von Systemen. Aber dass ihr neue Kommunikationssachen austestet, ist cool und ich gucke mir dieses Matrix-Ding mal an. Danke. Sehr gern. Ein ganz kurzer Einwand von mir noch dazu. Also die Forderungen sollen ja jetzt keine Vorschläge für Gesetzestexte sein, sondern Anregungen zur Diskussion in der Community der Bits und Bäume. Nicht wahr? Und also es ist schon klar, dass man jetzt nicht die Monopole einfach so aufbricht, indem irgendjemand sagt, lass uns die Monopole aufbrechen. Das ist jetzt keine triviale Lösung dafür in irgendeinem Schubfach vorhanden und deswegen muss man das aber erstmal überhaupt auf dem Schirm haben, dass es möglich wäre, das nicht einfach zu akzeptieren, dass Google und Facebook und Amazon und so weiter halt hier im Prinzip unser alltägliches Leben bestimmen, sondern dass man eben erstmal anfängt darüber zu diskutieren, dass es Alternativen gibt und dann möglicherweise auch Interesse weckt bei Leuten, die keinen IT-Background haben und dann früher oder später vielleicht den Wunsch haben, doch mal eine eigene Nextcloud auf irgendeinem Server zu haben und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein langfristiger Prozess, aber das Wichtigste daran ist, dass man eben als jemand in unserer Community, der sich
sich damit auskennt, der weiß, was man machen kann, eben das nicht einfach nur für sich macht, sondern rausgeht und ständig alle anderen damit vollquatscht und da auch nicht müde wird. Danke. Vielleicht weitere Fragen? Auch noch eine Ergänzung von mir. Letzten Endes hat diese Wortmeldung exzellent die These bestätigt, dass also Diskussionsbedarf besteht, nicht bloß auf der Ebene der konkreten Handlungsempfehlungen, also zum Beispiel jetzt weniger Fleisch im Familienkontext essen oder irgendwas, was ich vorhin vorgeschlagen habe, sondern auch schon auf der hohen Ebene der abstrakten Forderungen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es nicht die letzte Bits und Bäume-Konferenz war und dass dann auch Forderungen 2.0 irgendwann existieren. Und ich kann alle nur einladen, sich konstruktiv in den Prozess einzubringen, weil es je besser sozusagen dieser Diskussionsprozess läuft, umso überzeugender sind dann möglicherweise neue Forderungen und umso mehr gesellschaftliche Wirksamkeit können sie dann auch entfalten. Also es waren jetzt eine ganze Reihe von Argumenten aufgelistet. Da könnte man sicherlich auch wieder noch eine andere Perspektive drauf haben. Ich habe gerade einen Hinweis auf die Zeit bekommen, deswegen verzichte ich mal, das noch zu vertiefen. Aber ich fände es gut, wenn wir im Austausch bleiben, diesbezüglich. Weitere Fragen? Habt ihr irgendwie spontane Ideen, was man so ganz niedrigschwellig machen könnte, um so irgendwie eklatante Probleme oder Fehlentwicklung der Digitalisierung zu beheben, zu fixen, zu workarounden? Ja, also Monopole aufbrechen ist ja eigentlich, also viele Monopole sind ja direkt staatlich geschaffen und ja, da könnte man sich halt mal, also ich glaube, man braucht halt echt mal eine Diskussion, auch eine große Diskussion, inwiefern das zu rechtfertigen ist und ob man Copyright und Patente respektieren darf. Und ja, das ist, glaube ich, eine wichtige Diskussion, die ja geführt werden muss, ja. Ja. Ganz kurz noch, diese Diskussion müsste mal geführt werden. Das ist jetzt wieder so Delegieren an, ja, man müsste mal. Hast du eine Idee, wie man sie anstupsen kann oder jemand anders? Ja, es hat mich bloß ein bisschen, ich fand es halt bloß ein bisschen schade, dass es halt in den Forderungen, dass da das Größte, was da stand, halt, man kann ja mal Software, die nicht mehr benutzt wird, dann mal open sourcen oder ja. Also das, ja. Man kann es auch gleich machen, hast du recht. Genau. Darf ich Ihnen helfen? Ja, bitte gern. Ihr habt ja schon den Diskurs auf dem Schirm gehabt. Es ist natürlich total Schwachsinn, dass wir immer über den kaputten Diskurs schimpfen und über Hate Speech und Fake News und so und dann gleichzeitig so ein Leistungsschutzrecht haben und so eine Urheberrechtsreform, die Verbreitung von coolen Inhalten im Netz unterbindet. Ich glaube, es ist ziemlich doof, eine KI-Entwicklung zu fördern von Seiten des Staates und gleichzeitig mit einer Urheberrechtsreform zu verhindern, dass viele Leute Datenzugriff haben. Das kann man auch machen. Man kann dieses Thema, aber auch, was brauchen wir eigentlich für Informationen? Welche Informationen bräuchte Politik, um cooler zu sein? Ich glaube, das ist alles copyright protected. Das könnte man jetzt überhaupt nicht automatisieren. Und dann ist immer noch die Umsetzung so ein Problem, wenn wir so ein Open-Data-Gesetz haben und ganz viel veröffentlicht werden soll und keine Ressourcen bereitstehen, das zu standardisieren und ordentlich rauszuschicken. Ich glaube, da gibt es viele Punkte, wo man es praktisch gerade machen kann und ich glaube, es ist ziemlich wichtig, weil worauf KI lernt. Im Moment trainieren die Öffentlichen zum Beispiel, also jetzt Stabi auf Dokumenten aus dem 16. Jahrhundert. Und das ist zwar ganz cool für die Historiker, aber ich weiß nicht genau, ob das die Entwicklung ist, die wir gerade brauchen. Danke. Danke. Ja, weiß nicht. Zusammenfassend kann man, denke ich, sagen,
Guckt euch die Forderungen, die auf bitsundbäume.org stehen, nochmal an und verinnerlicht sie und geht raus und quatscht mit Nicht-Nerds darüber und helft einfach dabei, dass die Ideen, die aus der Bits und Bäume Konferenz entstanden sind, eine weite Verbreitung finden und dass immer mehr Leute einfach die Awareness haben, dass es Alternativen gibt als die aktuelle Situation, in der wir sind, und die Digitalisierung, die sich unsere Politiker heutzutage vorstellen, nicht die ist, die wir haben wollen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Danke.